Basta Berlin. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir erleben eine Zeitenwende. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Der alternativlose Podcast. Es ist Donnerstag, der 18. April 2024. Wir schreiben Folge 221 und ich bin Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und Grüße gehen auch raus an alle Miesepeter da draußen. Nein, mit Deutschland geht es nicht bergab. Wir holen nur Schwung. Ja, Probleme sind ja dornige Chancen. Und die Politik der Bundesregierung ist eben eine dornige Umarmung. Ich glaube, es passiert gerade was anderes. Es wird über Probleme geredet oder Probleme werden groß gemacht, die die Wirklichkeit gar nicht betreffen. Völlig richtig, Frau Göring-Eckardt. Was interessiert mich das Geschwätz von der Deindustrialisierung, wenn wir doch gemeinsam das Klima retten können? Was brauchen wir? Eine funktionierende Infrastruktur? Wir haben noch Lastenfahrräder. Aber eine Frage habe ich dann doch noch. Warum trägt die Bundestagsvizepräsidentin eigentlich eine Regenjacke im Maischberger Studio? Aus Angst vor Farbbeuteln. Jaja, was einst der Kosovo für Joschka Fischer, wird die Energiewende für die jetzigen Grünen, während Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem neuen Insta-Video von vielen kleinen Ampelerfolgen erzählt, kriegen Ökonomen langsam Schnappatmung oder vielleicht auch ganz schnell. Wir werden den Minister heute mal Fakten checken und grüne Mythen zerstören. Oh Gott, wenn er das sieht, wird er vor Schreck vermutlich seinen Namen ändern, von Robert hin zu Hannelore und wird dann irgendwo in Berlin-Kreuzberg untertauchen. Ist ja jetzt auch alles viel einfacher mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, so viel mal zum Thema Prioritäten setzen. Wir zeigen euch heute ein paar Berichte, die diesen ganzen Ampelbeschluss in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen, quasi im Zwielicht. Aber Vorsicht, diese Sendung kann auch wieder Spuren von Humor und Satire enthalten. Ansonsten gilt mit- und weiterdenken, los geht's. Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Die deutsche Ampelkoalition. Mit Vollgas Richtung Fahrverbot, regieren mit angezogener Handbremse oder ist es eben doch eine Fortschrittskoalition? Ja, aber was haben die denn nicht alles geleistet? Annalena Baerbock hat ja die afrikanische Toilettenindustrie revolutioniert. Gemeinsam mit den USA und der EU haben wir Russland international isoliert. Den Verbrennungsmotor, den haben wir verboten und das E-Auto, das begeistert Deutschland. Ach, es gäbe noch so viele Erfolge aufzuzählen. Heute konzentrieren wir uns aber auf Ihren neuesten Streich und der kommt selbstverständlich vom Motor der Fortschrittskoalition, von Bündnis 90 Die Grünen. Die Bundestagsabgeordnete Emilia Fester berichtet. Was? Transpersonen bekommen endlich die Rechte, die ihnen zustehen? Aber warte mal, worum geht's hier eigentlich? Der Bundestag hat das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Was? Der Bundestag hat das Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Richtig, und das ist natürlich wieder ein Mega-Erfolg für die queere Community. Das sagt Emilia Fester, wobei ich da leider schon ein bisschen einhaken muss. Niemand weiß eigentlich, wie viele Transpersonen es in Deutschland gibt. Es gibt übrigens eine Inzidenz vom Robert-Koch-Institut. Ist kein Scherz. Die ist aber so niedrig, da kommst du gerade mal auf 3.500 Transpersonen in Deutschland und das geht nun wirklich nicht. Gibt's auch einen R-Wert? Ja, der R-Wert wird enorm steigen ab dem 1. November, das kann ich dir garantieren. Bitte. Also, niemand weiß, wie viele Transpersonen wir in Deutschland eigentlich haben, aber was wir wissen, wir haben ein Selbstbestimmungsgesetz und Emilia Fester weiß, es ist ein Mega-Erfolg für die queere Community. Da frage ich mich allerdings, was hat denn ein Schwuler oder eine Lesbe mit einer Transperson zu tun? Zunächst einmal relativ wenig, denn das sind unterschiedliche Gruppen und von der einen gibt es Millionen in Deutschland, Schwule und Lesben, von der anderen gibt es, wissen wir nicht genau, vielleicht 5.000, 50.000. Viel mehr werden es wohl nicht sein. Also das ist so ein bisschen schwierig, dass man das dann in die ganze queere Community reinhebt. Denn klar, wir werden unter anderem auch eine Transperson zeigen, die damit gar nicht einhergeht. Aber egal, wir wollen Emilia Fester auch nicht zu sehr kritisieren, bevor es Abend ist. Wir werden euch heute mit unseren Worten erklären, wie das Gesetz funktioniert. Denn das Selbstbestimmungsgesetz, das hat Liebhaber und es hat erbitterte Gegner. Richtig. Marcel, was ist Kern des Gesetzes? Nun ja, also du kannst dein eingetragenes Geschlecht jetzt leichter ändern, von männlich auf weiblich oder divers. Auch die Angabe, keine Angabe ist möglich. Bislang hat man das beim Amtsgericht getan und es brauchte zwei psychologische Gutachten. Die Kosten musste man selber tragen, also von Frau zu Mann oder von Mann zu Frau. Das war ein Aufwand. Ja, mit dem neuen Gesetz entfällt das komplett. Der Ablauf ist jetzt, ihr sagt dem Standesamt Bescheid, dass ihr euren Geschlechtseintrag ändern wollt. Nach dreimonatiger Wartezeit könnt ihr dann beim Standesamt das Geschlecht wechseln.
In der Regel ändert ihr damit auch den Vornamen. Ab dem 1. August geht das also los. Dann könnte ich beim Standesamt vorstellig werden. Und am 1. November wird dann tatsächlich das Gesetz in Kraft treten. Und dann kann aus Benjamin Golme eine Susi Golme werden. Ja, und zwar mindestens für ein Jahr. Nach einem Jahr kann dann Susi Golme das Geschlecht erneut wechseln und den Vornamen. Aus Susi Golme wird dann Reinhold Golme. Theoretisch, denk mal, sind etwa 90 Geschlechtsänderungen. Also es kommt halt darauf an, wie alt ihr werdet. 90 neue Vornamen in einem Leben ist aber möglich. Das ist jetzt der Extremfall, zeigt aber diese Fallstricke des neuen Gesetzes. Die werden wir euch jetzt mal erklären. Und los geht's mit den Kindern. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der war unterwegs und hat eine kleine Familie besucht. Reporter Tim ist da zu Gast. Die Eltern Jule und Finja. Ich finde, du müsstest den Unterstrich mitlesen. Das hat ja einen Grund, warum der einen Unterstrich hat. Jule und Finn Unterstrich Ja. Die erziehen ihr Kind Nova geschlechtsoffen. Ich bin Finja und ich benutze keine Pronomen. Ich bin Tim und ich benutze das Pronomen er. Magst du mir ins Ohr flüstern, welches Pronomen du benutzt? Oder soll ich sagen, was du häufig präferierst? Genau, also wir könnten widersprechen, aber häufig sagt Nova, dass Nova keine Pronomen benutzen möchte. Mhm. Nova ist 3 Jahre alt und wächst nicht als Junge oder Mädchen auf. Ja, aber was wäre denn jetzt, wenn Nova zu ihren Eltern sagen würde, ich bin ein Junge? Dann können die Eltern das eingetragene Geschlecht auf Junge ändern lassen. Und was, wenn Nova dann sagt, sie sei ein Mädchen? Dann können die Eltern das eingetragene Geschlecht später auf Mädchen ändern. Und was, wenn das Kind Nova dazu gar keine Meinung hat? Ehrlich gesagt sah es mir im Ausschnitt gerade so aus, als wenn sie gar keine Meinung dazu hat. Komisch. Dann können die Eltern das Geschlecht des Kindes dennoch festlegen. Bis zum Alter von 5 Jahren haben die Kinder dabei auch überhaupt gar kein Mitspracherecht. Ja, es ist den Eltern möglich, das Geschlecht frei zu wählen. Und da haben wir den ersten Kritikpunkt am neuen Gesetz. Stellt euch mal vor, die Eltern wollten immer einen Jungen haben, jetzt haben sie aber ein Mädchen bekommen. Die könnten eigentlich jetzt das Geschlecht festlegen und sagen, nein, nein, das ist gar kein Mädchen, das ist ein Junge. Und dem Kind einreden, dass es ein Junge ist. Das gilt für Kinder, die jünger als 5 Jahre sind. Weiter geht's mit der nächsten Altersgruppe. Der Westdeutsche Rundfunk, der hat bereits im Jahr 2018 eine Dokumentation über Sophia veröffentlicht. Sophia war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt. Sie sagt, sie sei als Junge zur Welt gekommen und nun ein Mädchen. Und der Vater erklärt, wie ihr Name entstanden ist. Ich bin auf den Namen Sophia gekommen, weil es gab im Fernsehen so eine Serie und die heißt Sophia. Die erste Mal wollte ich den Namen haben. Das war so eine kleine Prinzessin mit braunen Haaren und die hat da mit Vögeln gespielt und die hatte eigentlich ein wunderschönes Leben und da guckt sie mich an und sagt, freudestrahlend, ich heiße Sophia. In diesem WDR-Beitrag kommt auch die Psychotherapeutin Birgit Möller zu Wort. Sie betreut Sophia seit längerem und erklärt, wie Kinder aus ihrer Sicht ihr Geschlecht wahrnehmen können. Es gibt eben auch in jungen Jahren Kinder, die das ganz klar für sich benennen können, weil das um ein Gefühl geht und um ein ganz tiefes existenzielles Gefühl der Geschlechtszugehörigkeit, der Geschlechtsidentität, und das spüren die Kinder. Bei den Kindern zwischen 5 und 14 Jahren hat die deutsche Ampelregierung nun beschlossen, die Eltern können das Geschlecht ändern, aber nur in Anwesenheit und mit Einverständnis des Kindes. Kritiker sind der Ansicht, dass Kinder in diesem Alter noch gar nicht über ihr Geschlecht entscheiden können. Dass sie Phasen haben, in denen sie sich auch einfach ausprobieren wollen. Aber diese Phasen, die vergehen dann auch nach Tagen, Wochen oder nach Monaten. Es sei denn, sie werden von Erwachsenen darin bestärkt, dass diese Phase ernstzunehmend ist und tatsächlich dann etwas mit ihrem Geschlecht zu tun hat. Ja. Dass sie etwas fühlen. Und dieses Gefühl ist so wichtig, dass man das Geschlecht deswegen ändern muss. Kritiker würden der Psychotherapeutin hier in dem WDR-Beitrag wohl unterstellen, dass sie Kinder bestärkt, damit sie selber ihren Forschungsschwerpunkt ausbauen könnte. Weiter geht's mit dem Selbstbestimmungsgesetz und der nächsten Altersgruppe mit Kindern ab 14 Jahren. Die Grünen-Abgeordnete Emilia Fester, die ist da etwas enttäuscht von dem Gesetz. Aber natürlich ist wie immer nicht alles perfekt. Für 14- bis 17-Jährige gilt, sie brauchen die Einwilligung ihrer Sorgeberechtigten. Im Zweifel muss das Familiengericht das lösen. Für alle unter 14-Jährigen gilt,
Ohne Erklärung der Sorgeberechtigten geht gar nichts. Emilia Fester, geht das Gesetz nicht weit genug? Sie kritisiert die neue Regelung. Also ich will ihr jetzt in den kleinen Auszug auch keine Worte in den Mund legen, aber auf mich wirkt das so, als wenn sie der Ansicht ist, dass ein 14-jähriges Kind ohne jegliche Zustimmung der Eltern und ohne die Eltern zu fragen, das Geschlecht ändern können soll. Möglicherweise auch Kinder, die jünger sind als 14. Das jedenfalls hat sie ja angedeutet. Nach der neuen Regelung können Kinder ab 14 Jahren ihr Geschlecht tatsächlich wechseln. Sie brauchen aber die Zustimmung ihrer Eltern. Wenn die Eltern die Zustimmung allerdings nicht geben, dann können die Kinder vor das Familiengericht ziehen. Und da sind wir beim nächsten Kritikpunkt, dass die Ampelkoalition hier einen Keil treibt zwischen Eltern und Kindern. Also die Kinder quasi gegen die eigenen Eltern aufhetzt, sodass sie dann vor das Gericht ziehen. Es geht ja hier um Kinder, die weder politische Parteien wählen dürfen. Also es gibt keine politische Abstimmung, wo ein 14-jähriges Kind teilnehmen darf. Sie dürfen auch ihren Bildungsweg nicht selber entscheiden. Und sie dürfen auch nicht entscheiden, wie lange sie abends draußen sein dürfen. Aber das Geschlecht, das dürfen sie selber entscheiden. Eine der bekanntesten deutschen Transfrauen, die sieht das Gesetz übrigens ebenfalls kritisch, Gloria Gray, die hat im vergangenen Jahr der Mittelbayerischen Zeitung ein Interview gegeben. Anlass war ihre Kandidatur als Bürgermeisterin in der bayerischen Kleinstadt Zwiesel. Und da hat sie sich explizit zu Transjugendlichen geäußert. Es ist unfassbar, wie viele Menschen und Kinder und Jugendliche sich plötzlich so empfinden. Das ist für mich persönlich gerade ein bisschen unglaubwürdig und gefährlich. Wir müssen genau hinschauen, ob es für Kinder in der Pubertät nicht ein Trend ist, um besonders zu sein und um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch in Zwiesel kamen schon einige Mütter auf mich zu und haben gesagt, mein Kind ist trans. In Zwiesel. Mehrere Transkinder in Zwiesel? Ich meine, diese Stadt hat ungefähr 10.000 Einwohner. Und damit bestätigt ja diese Entertainerin einen häufigen Vorwurf, Trans ist Trend. Junge Menschen werden bestärkt darin, ihr Geschlecht zu ändern. Bestärkt von ihrem Umfeld, von der Politik, aber eben auch von Prominenten. In Hollywood, da gibt es auch eine Häufung von Transkindern. Bei Vice, da lesen wir, Charlize Theron ist ein Vorbild für Eltern mit Transkindern. Es liegt nicht an mir zu entscheiden, wer meine Töchter sein wollen, sagt die Schauspielerin. Ihr adoptiertes Kind hat sich im Alter von 3 Jahren als Transkind geoutet. Nächstes Beispiel ist Megan Fox. Hat die nicht bei Transformers mitgespielt? Du kennst doch diese ganzen Kinofilme aus den USA. Da wusste ich schon immer. Ja, hab ich doch gedacht. Haben die Kinder zu viel Transformers geguckt? Bei Schwulissimo lesen wir. Es war so klar, dass du mit deinem Penela-Humor dich freust, wenn ich als Quelle Schwulissimo bringe. Ich habe auch lange gesucht. Für diese Sendung brauchten wir auf jeden Fall einen Beitrag von Schwulissimo. Hier ist er. Als ihr Sohn Noah im Alter von etwa 2 Jahren begann, Kleider zu tragen, unterstützte Megan Fox ihn. Ich habe eine Reihe von Büchern gekauft, die sich mit diesen Dingen befassen und das gesamte Spektrum der Thematik abdecken. Einige der Bücher wurden von Transkindern geschrieben. Im Jahr 2015, da haben mehrere Stars über ihre Sexualität gesprochen. In der Elle haben wir erfahren, Kristen Stewart und das Model Cara Delevingne haben über ihre fluide Sexualität gesprochen und über die Idee, dass Sexualität nicht auf Labels reduziert werden sollte. Nun hat sich auch die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis so geäußert. Auch genderfluid. Und dann gibt's natürlich auch noch Shiloh Jolie Pitt. Also das Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt. Ich meine, das Kind war natürlich seit der Geburt ihrer Kinder in aller Munde und vor allen Kameras, denn gerade damals waren die beiden mega berühmt. Die Bunte schrieb 2015, jetzt soll ein Transgender-Experte helfen. Shiloh Jolie Pitt ist mittlerweile 9 Jahre alt und möchte weiterhin John genannt und wie ein Junge behandelt werden. Jetzt haben sich Angelina und Brad mit einem Spezialisten getroffen, um ihre Tochter, die offenbar lieber ihr Sohn wäre, besser verstehen zu lernen. Ja, aus John Jolie Pitt ist mit den Jahren wieder Shiloh geworden. Hier seht ihr einen Bericht über jüngere Auftritte des Mädchens, das bald 18 Jahre alt wird. Her incredible genes are starting to manifest in her adolescence. She inherited her mother's gorgeous laughter with those plump, pouty lips, soft blue eyes and glass complexion. But that's not all. Shiloh also selected her mother's wardrobe style back in the day. Das Selbstbestimmungsgesetz wird auf jeden Fall Auswirkungen auf Kinder und Familien haben. Aber was ist denn mit den Auswirkungen auf die Gesellschaft? Die bekannteste deutsche Transaktivistin ist die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, wobei ausgerechnet bei ihr die Lage etwas kompliziert ist. München TV hat 2019 berichtet.
Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer geht selbstbewusst den Weg als Frau, auch wenn der Kampf ums Geschlecht nach dem Outcoming Ende 2018 jetzt erst begonnen hat, fühlt sich der einstige Mann Markus Ganserer jetzt wohl in seiner Haut als Frau Tessa Ganserer. Ganserer ist 2013 unter dem Namen Markus Ganserer in den Bayerischen Landtag eingezogen. Ab 2019 wurde Ganserer dann von der CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Frau behandelt. Da haben wir jetzt ein kleines Problem. Also rechtlich ist Ganserer bis heute ein Mann. Also verklag mich bitte nicht, wenn ich es falsch verstanden habe, aber so wie ich es verstanden habe, ist rechtlich Tessa Ganserer aktuell Markus Ganserer und damit ist er ein Mann. Ja. Markus Ganserer hat nach meinem Wissen seinen Personenstand nicht ändern lassen. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn er ist tatsächlich ein Transaktivist. Er hat das getan oder nicht getan aus politischen Protest. Ganserer war der Auffassung, dass das bisherige Verfahren mit Psychologen und Richtern für ihn nicht in Frage käme. Darum wird Ganserers Geschlecht und Name bei den Behörden erst ab 1. November geändert. Ganserer ist allerdings einer der Gesichter oder eines der Gesichter dieser Kampagne für das Selbstbestimmungsgesetz. Und so wurde Ganserer auch von Phoenix befragt. Die Moderatorin wollte unter anderem wissen, ob es nicht die Gefahr des Missbrauchs gäbe. Ich weiß nicht, welchen Missbrauch Sie meinen, aber schauen wir uns doch die Länder an, die Selbstbestimmungsgesetze bereits beschlossen haben. Zuletzt haben das in Europa beschlossen, Spanien und Schweiz. Und die sind jetzt nicht als besonders liberale Gesellschaften bekannt. Und da ist das nächste Problem mit Ganserer. Nicht nur, dass wir nicht wissen, wie wir Ganserer aktuell ansprechen dürfen, beziehungsweise die rechtlich korrekte Art ist, Ganserer anzusprechen. Wir sind inhaltlich auch einfach nicht überzeugt von ihm. Was wurde denn da gerade gesagt? Spanien und die Schweiz hätten bereits ein Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Soweit so richtig. Aber Ganserer sagte ja auch, dass Spanien und Schweiz jetzt als nicht besonders liberale Gesellschaften bekannt wären. Und das hat uns überrascht, ja. In unserer Erinnerung ist Spanien tatsächlich als besonders liberale Gesellschaft bekannt. Ich hätte es fast das Transsilvanien von Westeuropa genannt. Also in Bezug auf Homosexualität. Und das haben wir uns dann nochmal genauer angeschaut. Hier seht ihr die Rainbow Europe Map. Sie wird von einer internationalen LGBTI-Institution herausgegeben. Spanien landet dort seit Jahren auf den besten Plätzen. So auch im Jahr 2023 auf Platz 2. Nur in den Niederlanden soll die Menschenrechtssituation und die rechtliche Situation für die Community besser sein. Also das hätte Ganserer doch wissen können. Oder wissen können, dass in Spanien die Ehe und Adoption von Kindern für homosexuelle Paare bereits 2005 eingeführt worden ist. Spanien war das dritte Land der Welt und damit ein echter Vorreiter. Deutschland kam dann 2017. Spanien kann also definitiv als liberales Land in dieser Hinsicht gesehen werden. Und was die Schweiz angeht, wir haben ja doch einige Schweizer Zuhörer und Zuschauer. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie liberal die Schweiz aus eurer Sicht ist. Aber wir haben noch einen Spezialaspekt. Was Homosexualität in der Schweiz angeht, da schauen wir doch mal in das Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, was wir alles haben. Ja. Zitat. Während das was liest du denn so zum Einschlafen? Nicht das. Ja, dann hättest du mal machen sollen, da wirst du nämlich was erfahren. Während das Militärstrafgesetz weiter eine uneingeschränkte Bestrafung homosexueller Handlungen vorsah, wurden im zivilen Strafrecht einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen gleichen Geschlechts legalisiert. Weiterhin bestraft wurden allerdings der gleichgeschlechtliche Sex zwischen einem Erwachsenen und einem Partner unter 20 Jahren, das Ausnützen einer Notlage oder einer Abhängigkeit und die homosexuelle Prostitution. Wir übersetzen das mal für MdB Ganserer. Schwuler Sex ist in der Schweiz erlaubt seit dem Jahr 1942. Wie liberal wollen Sie es denn gerne haben? Auch für unter 20-Jährige, auch Prostitution erlauben? Also das war natürlich total liberal und fortschrittlich für 1942. Denken Sie mal dran, wie es in Deutschland gewesen ist. Stichwort Paragraf 175, das kann jeder mal googeln, was das bedeutete. Also schwule Männer, die schwulen Sex gehabt haben, saßen jahrzehntelang in Deutschland in Gefängnissen, wohingegen das in der Schweiz ganz anders war. Also Herr Ganserer, da fallen Sie leider durch den Basta-Berlin-Faktencheck. Das ist liberal. Aber er hat sich ja nicht bloß zur Liberalität geäußert, sondern es ging ja auch um Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes. Unser Fazit, sie weiß nicht, von welchem Missbrauch die Rede ist.
Da helfen wir gerne, gar kein Problem. Los geht's da in der Schweiz. Die Luzerner Zeitung, die berichtet im Januar 2021, wie ein Luzerner mit 75 Franken ein Jahr früher zur AHV-Rente kommt. Seit Anfang des Jahres können sich Männer in 10 Minuten zur Frau und Frauen in der gleichen Zeit zu Männern erklären lassen. Die Kosten betragen nur 75 Franken. Als möglicher Ertrag winken bis zu nahezu 30.000 Franken. Ja, in 10 Minuten vom Mann zur Frau und in 10 Minuten von der Frau zum Mann. Mhm. Glaube ich übrigens nicht. Ich denke, von Mann zu Frau dauert länger. Frauen reden halt mehr. Ah. Der 60-Jährige wollte also auf diesem Jahr ein... Der 60-Jährige wollte auf diesem Jahr... Entschuldigung, ich kann mich gar nicht mehr fassen. Der 60-Jährige will auf diesem Weg ein Jahr früher AHV-Rente beziehen. Denn zu diesem Zeitpunkt war es so, dass Frauen bis zum 64. Lebensjahr arbeiten mussten, Männer bis zum 65. Hm. Sowas nennt man übrigens Missbrauch, Ganserer. Ach was. Über einen anderen Fall hat der Tagesanzeiger und 20minuten.ch berichtet. Mann wechselt Geschlecht, weil er nicht ins Militär will. Seit 2022 wurde der Geschlechtswechsel schweizweit vereinfacht. Max wechselte seinen Eintrag, um dem Militärdienst zu entgehen. Sowas nennt man übrigens Missbrauch. Weiter geht's in Spanien. Die Presse aus Wien schreibt im März, Polizisten ändern Geschlecht, um Beförderungen zu erschleichen. In Spanien kommt es offenbar zu Betrugsfällen in Polizeikreisen. Die Beamten berufen sich auf das Transgender-Gesetz. Dutzende Angehörige von Polizei und Armee haben per Unterschrift ihr Geschlecht von männlich auf weiblich geändert. Es besteht der Verdacht, dass es bei diesen Änderungen eher weniger um Transgender-Fragen geht, als vielmehr um Betrug. 37 Polizei- und Militärbeamten im Alter zwischen 40 und 50 Jahren dürfen in Ceuta zwar offiziell ihr Geschlecht gewechselt haben, jedoch ihre männlichen Namen und ihren Familienstand beibehalten. Es wäre viel einfacher für Frauen, interne Beförderungen zu erhalten, heißt es aus Polizeikreisen. Das nennt man übrigens Missbrauch. Weiter geht's auf der Insel. Angebliche Transgender-Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Als mutmaßliche Transgender-Frau ließ sich eine 52-jährige Britin in ein Frauengefängnis überführen. Die Person hatte außerhalb des Gefängnisses zwei Frauen vergewaltigt und einen Nachbarn mit dem Messer bedroht. Sie ließ sich dann in ein Frauengefängnis verlegen und hat dort zwei weitere Frauen belästigt. Die BBC hat darüber berichtet. The court heard how she used her transgender persona to put herself in contact with vulnerable women. She'd ended up in the female Newhall prison at Wakefield on remand after a number of sexual offences, including rape. She'd also stabbed an elderly male neighbour. It was while she was in Newhall, she sexually assaulted two inmates who she'd befriended. Das war 2018. Hier ein Bericht aus dem Jahr 2023. Der Stern berichtet über die Person auf diesem Foto. Muskulös, Tätowierungen im Gesicht, Glatze, so sah Adam Graham aus. Graham hat Frauen beim Online-Dating kennengelernt. Zwei von ihnen hat er vergewaltigt. Während des Gerichtsverfahrens hat er dann erklärt, dass er sich den Namen Isla Bryson gegeben hat. Graham bzw. Bryson wurde dann zunächst auch in einem Frauengefängnis untergebracht. Das Interessante ist, wenn ihr diese Artikel lest, dann wird da immer in der weiblichen Form von diesen Männern gesprochen, weil die Zeitung auf keinen Fall den Fehler machen wollen, da einen kleinen Fehler zu machen. Dabei sieht das Ganze nach aus, als wenn dort ein missbräuchlicher Übertritt stattgefunden hat. Ja, Frau Ganserer, das nennt man Missbrauch, ganz klar. Sie wissen nicht, was Missbrauch oder welchen Missbrauch Ihre Kritiker meinen. Naja, wir haben gerade mehrere Fälle davon aufgezeigt und wir finden es ehrlicherweise auch schade, dass die Journalisten von Phoenix scheinbar keinen einzigen Fall benennen konnten. Meines Erachtens haben in diesem Interview beide ihren Beruf verfehlt. Zum einen Ganserer als Politikerin und zum anderen die Moderatorin als Journalistin. Deutlich wird das nochmal am Ende des Gesprächs. Ganserer behauptet, es würde sich für die Bevölkerung im Grunde genommen gar nichts ändern. Und dann erzählt sie einen Witz, der bei der Journalistin sogar fast gut ankommt. Aber in der Realität hat sich für den Großteil der Bevölkerung nichts geändert. Die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen heben nicht die Gesellschaft aus den Angeln. Der einzige Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland ist, dass in der Schweiz trotz Selbstbestimmungsgesetz die Züge immer noch pünktlich fahren, was sie in Deutschland nicht tun. Das wäre ja noch ein Nebeneffekt. Ha. Aber das Leben der anderen Menschen wird eben doch beeinflusst. Je offensiver Transpersonen ihre Sicht von Geschlecht und Teilhabe vertreten, umso klarer werden Konflikte zutage treten. Beispielsweise im vergangenen Jahr
In Pforzheim. Dort wollte Marie-Luise Kwolke die Frauentoilette benutzen. Das gibt's doch gar nicht. Angeblich hätten sich Gäste beschwert, ja, dass unser Stammtisch, wir sind ja alles Transfrauen, ja, die Toilette nicht zu benutzen haben. Um dieses Video gab es dann einige mediale Aufregung. So viel Aufregung, dass auch die ARD vor Ort gefahren ist mit einem Team nach Pforzheim. Und da kam dann auch der Betreiber dieses Restaurants zu Wort. Es ist das Palm Beach in Pforzheim. Das war eine Beschwerde von einer Mutter mit Kind, die gemeint hat, wie kann es sein, ich zitiere jetzt die Dame, wie es sein kann, dass ein Mann im Kleid auf die Damentoilette bei uns gelassen wird. Also bat er die Transfrauen, die sogenannte Regenbogentoilette für beide Geschlechter zu nutzen. Denn die Damentoilette ist ein Schutzraum. Das ist uns ganz wichtig, dass Frauen geschützt sind bei uns. Das Palm Beach in Pforzheim hat also eine Regenbogentoilette. Für die Transfrau ist das aber nicht zumutbar. Ja, darf ich darauf hinweisen, dass die Regenbogentoilette dieselbe ist wie die Behindertentoilette? Egal. Schwamm drüber. Vor einigen Wochen hatten wir hier bei Basta Berlin einen anderen Fall. Eine Transperson hat in ihrer Firma eine Toilette für diverse Personen gefordert und auch bekommen. Beim nochmaligen Durchlesen möchte ich mich schon mal entschuldigen. Wir haben sie gerade als Transperson bezeichnet. Vielleicht war sie eine diverse Person. Wirklich, das ist dann meine Schuld gewesen. Allerdings ist ja der Witz daran, dass die diverse Person die diverse Toilette niemals benutzt hat. Mhm. Sie hat sie zwar erstritten, da gibt es eine diverse Toilette, aber die diverse Toilette ist leider zu weit entfernt vom Schreibtisch der diversen Person. Und darum geht die diverse Person einfach auf die Damentoilette. Niemand in dem Unternehmen wird jemals die diverse Toilette benutzen. Frauentoilette, Frauensauna, Frauengefängnis, Frauenschwimmen, Frauenreisen oder auch Frauenquote. Frauen haben in unserem Land unterschiedliche Vorteile und Schutzräume. In diese Schutzräume können nun geborene Männer leichter eintreten. Das ist die Befürchtung. Was sagt das Gesetz? Fangen wir doch mal an mit der Frauenquote. Können Männer ihr Geschlecht ändern, um beruflich auf Frauenquotenticket voranzukommen? Fragst du mich? Ja, also jetzt frage ich erstmal nicht die Bundesregierung, jetzt frage ich erstmal dich. Naja, auf jeden Fall. Ne? Wer vor dem Gesetz eine Frau ist, der ist ja auch im Arbeitsbereich eine Frau. Und Transfrauen werden dann bei der Frauenquote als Frau betrachtet. Noch größere Vorteile könnten übrigens die haben, wenn es eine Transquote, eine spezielle gäbe. Oder auch inoffiziell, wenn Unternehmen die inoffiziell einführen, dann hätten Transpersonen natürlich auch Vorteile. Dann könnte der Geschlechterwechsel berufliche Vorteile mit sich bringen, meine Meinung. Und wie sieht das die Bundesregierung? Nein, keine Vorteile. Ich kann von der Frauenquote profitieren, aber habe keine Vorteile durch die Frauenquote. Warum denn das nicht? Naja, Transpersonen würden im Berufsleben eher Nachteile erfahren. Außerdem, und das ist ganz lustig, deswegen muss ich es mal vorlesen, allein aus der Änderung eines Geschlechtseintrags folgt kein beruflicher Vorteil. Auch dort, wo es Geschlechterquoten für Frauen gibt oder Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden sollen, gibt es im Regelfall Mitbewerberinnen. Das Merkmal der gleichen Qualifikation liegt zudem nur selten vor und ist für einzelne Bewerberinnen kaum vorherzusehen. Warum ist das jetzt lustig? Naja, das Ministerium sagt, gleiche Qualifikationen gibt es nur selten. Aber in Deutschland gab es ja lange Zeit Gleichstellungsgesetze, die genau etwas anderes behauptet haben. Da hieß es, dass bei gleicher Qualifikation der Bewerber die weiblichen Bewerber zu bevorzugen wären. Und so wurden vermutlich etliche Männer benachteiligt und Frauen bevorzugt. Frauenquote ist hiermit also abgehakt. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit dem Sport aus? Wenn Transfrauen gegen Frauen antreten, gibt es ja hin und wieder krasse Leistungsunterschiede. Wir sehen hier gerade das Beispiel von Aidan Gallagher. Sie ist vor wenigen Tagen in Oregon angetreten. Das ist also College-Sport oder Highschool-Sport. Aidan befindet sich in Transition und betrachtet sich selbst als Frau. Er ist also hier bei den Mädchen angetreten, bei den jungen Frauen. Und man kann sagen, also diese Mädchen, die haben wirklich nicht mal mehr seine Hacken gesehen. Aidan kommt mit einem riesen Vorsprung ins Ziel. Glückwunsch, gute Leistung. Ui. Die Bundesregierung sagt, kein Problem. Warum ist das kein Problem?
Naja, das ist Sorge der Bundesländer, heißt es da. Sportunterricht ist Ländersache. Und natürlich will man jetzt auch nicht die Autonomie der Sportverbände untergraben. Die Entscheidungen, die können die da schön selber treffen. Was ist denn eigentlich mit Krieg? Also derzeit soll ganz Deutschland ja kriegstauglich werden. Wenn ich persönlich gar nicht kriegstauglich werden möchte und mich auch nicht als sowas betrachte, wenn ich gar nicht teilhaben möchte an diesem Krieg, kann ich dann das Selbstbestimmungsgesetz nutzen, um mich vom Kriegsdienst fernzuhalten? Kannst du, ja. Es sei denn, du bist ein bisschen spät dran, denn wegen des zeitlichen Ablaufs könnte Missbrauch im Raum stehen, wenn du zum Militär musst. Aber ansonsten bist du, wenn du eine Frau bist, nicht zum Militär verpflichtet. Ja, also wenn Ursula von der Leyen, Agnes-Marie Strack-Zimmermann oder Pistorius morgen den Krieg gegen Russland ausrufen, dann wäre es zu spät für euch. Ja. Also klarer Lifehack, liebe Männer, lieber so schnell wie möglich zur Frau konvertieren. Mhm. Wie ist es denn jetzt eigentlich mit diesen Schutzräumen? Was ist denn mit der Frauensauna, mit der Frauentoilette oder mit dem Frauenbadetag? Auch da macht sich die Ampelkoalition einen sehr schlanken Fuß. In diesen Bereichen, da gilt das Hausrecht und die Vertragsfreiheit. Also die Frauensauna kann Transfrauen auch weiterhin ausschließen. Theoretisch jedenfalls. Praktisch bekommen Transpersonen und Transaktivisten durch das Gesetz sicherlich Zulauf und Oberwasser. Und so könnte vermehrt Druck aufgebaut werden gegen die Betreiber von solchen Einrichtungen. Frag doch mal den Herrn vom Palm Beach in Pforzheim. Ja, liebes Deutschland, demnächst hast du ein neues Gesetz. Yay, die Ampelkoalition hat entschieden und der Bundestag, der hat zugestimmt mit der Mehrheit der Ampelkoalition. Das Selbstbestimmungsgesetz gilt ab 1. November 2024. Es ist klar, es wird sich etwas ändern. Wie viel sich ändern wird, abwarten. Wie viel Missbrauch wird es dann geben? Abwarten. Wird der Missbrauch so schockierend sein, dass wir eine neue gesellschaftliche Debatte aufmachen? Abwarten. Aber wir werden uns alle daran gewöhnen müssen. Auch Markus, Tessa, Gansra und Buster Berlin. Ich meine, vielleicht habt ihr es gemerkt. Wir haben die meiste Zeit versucht zu verhindern, Gansras Pronomen zu nutzen, ja, damit wir uns nicht strafbar machen oder ähnliches. Haben wir nach unserem Verständnis auch nicht. Aber das Missgendern oder auch Deadnaming, das bleibt straffrei. Also es ist nach unserer Auffassung auch weiterhin möglich zu sagen, Markus Gansra ist Markus Gansra und das Pronomen er zu benutzen. Ja, es ist allerdings wirklich nicht ganz ohne. Es könnte strafbar sein, wenn es sich um Mobbing handelt, wenn wir das besonders intensiv verwenden. Also wenn wir jetzt in jedem zweiten Satz gesagt hätten, Markus Gansra ist ein Mann und er heißt Markus Gansra, dann wäre es vielleicht schwierig. Oder er hieß Markus Gansra. Jetzt hast du schon ganz schön häufig Markus Gansra gesagt. Siehste, genau, das ist das Problem. So erfahren wir das nämlich beim Bundesfamilienministerium, beim Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die sind nämlich auch für Transgender zuständig. Und das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Also wann ist es denn Mobbing, wann ist es denn Diffamierung, wenn wir das so verwenden? Wir wissen es noch nicht, wir müssen uns da erstmal alle dran gewöhnen. Aber wisst ihr was, jetzt erstmal freuen wir uns mit drei betroffenen Personen. Und die machen Politik bei der SPD und haben vor einigen Monaten dieses Video produziert. Für mich privat ist das Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich ein sehr glücklicher Fall. Ich befinde mich nämlich gerade, sage ich mal, am Anfang meiner Transition. Das kommt zur genau richtigen Zeit für mich. Ich freue mich für alle, die das noch vorhaben. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Tatsächlich hat euch aber das Thema auch sehr emotionalisiert. Wir haben ja im Basta Wochenstart schon ein paar Sätze dazu verloren. Und deswegen wollen wir galant überleiten zum Mittelteil und euren Reaktionen. Genau, da ist beispielsweise Bert. Und Bert hat geschrieben, jetzt muss ich aber auch mal meckern. Das eigentliche Problem hinter dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz habt ihr gar nicht benannt. Es wird aktiv und vorsätzlich eine Dekonstruktion der Geburtsgeschlechter betrieben, und zwar schon in der Grundschule ganz offiziell. Da kommt ein Beispiel aus der 5. Klasse und er schreibt unten weiter, all das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass es hier nicht um die Fühlis von ein paar besonderen Nasen geht, sondern um einen sozialarchitektonischen Vorgang, der in letzter Konsequenz dazu führt, dass immer mehr Nachwachsende in die Unfruchtbarkeit oder in die entsprechende Unwilligkeit geführt werden. Also Bert macht sich da deutlich mehr Sorgen. Ich sag mal so, wir haben das Thema am Montag und auch heute vorsichtig behandelt und auch respektvoll. Aber es ist kein Problem, es natürlich auch härter zu behandeln. Ja. Ich kann auch mal ein härteres Wort dazu sagen. Bitte. Es ist für mich eine Frage der Meinungsfreiheit, dass ich sagen darf, was für mich eine Frau ist und was für mich ein Mann ist.
Und wenn ich damit immer wieder penetriert wäre, eine Transfrau ist eine Frau, eine Transfrau ist eine Frau, eine Transfrau ist eine Frau. Ich darf auch selber definieren, was ich für eine Frau halte. Zum Beispiel sollte es aus meiner Sicht komplett von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, wenn ich sage, eine Frau ist eine Frau, wenn sie als Frau geboren ist. Dazu braucht sie eine gewisse Chromosomenzusammenstellung. Eine Frau ist für mich eine Frau, wenn sie Milch geben kann und wenn sie eine Vagina hat. Und wenn sie das alles erfüllt, dann ist sie eine Frau. Eine Transfrau wird niemals eine Frau sein, denn das alles wird sie niemals haben. Egal, was der Chirurg alles macht, sie wird niemals eine Vagina haben, sie wird aus meiner Sicht niemals eine Frau haben sein. Das muss möglich sein zu sagen. Das muss von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Mhm. Und natürlich sind wir gerade in einer Situation, wo das entweder nicht gesagt werden darf oder man versucht es zu verbieten, dass man es sagt. Entweder gesellschaftlich oder de jure. Stell dich mal als Professor heutzutage in einer Uni hin und sag, es gibt ja zwei Geschlechter. Biologisch ist das definitiv der Fall. Also wenn wir jetzt mal von Zwitterwesen absehen. Aber definitiv der Fall. Ich glaube, da wirst du gelyncht oder halt rausgeschmissen. Ich glaube, dass ich in einem entscheidenden Punkt sehr nah bei Bert bin. Ich spreche dir jetzt mal aus dem Mund. Die Art und Weise, wie Transaktivisten vorgehen, mit welcher Radikalität, mit welcher Brutalität und aus meiner Sicht mit welcher Gewalt, hat mit Demokratie und Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun. Und das finde ich wirklich ziemlich merkwürdig. Also, dass Menschen körperlich attackiert werden oder weggemobbt werden, wenn sie eine andere Meinung haben, das ist bei diesem Fall so. Und das argumentieren sie aus einer Art, dass wir die Welt besser machen wollen, aber machen die Welt nur schlechter. Und diese Aggressivität stelle ich bei Leuten, die meinen, sind progressiv in vielen Punkten fest. Und da sage ich, da bin ich aber wirklich verdammt wenig gewalttätig im Vergleich zu diesen Leuten. Und ich erzähle das ja immer wieder, aber auch, weil ich es immer wieder überliefert bekomme, wie Vorstellungsrunden an Universitäten, hauptsächlich natürlich in ich sag mal, Erziehungsbereichen, das ist ja das Schlimme, oder eben auch in sozialen Berufen, wie da Vorstellungsrunden ablaufen. Und wenn du da nicht dein Pronomen mit dazu sagst, dann bist du schon mal außen vor und dann wirst du gemobbt. Gemobbt von den Leuten, die sagen, man soll übrigens nicht mobben. Ist auch interessant, ne? Ja, genau. Also das ist so eine Art progressiver Lifestyle, der bestimmt wird von ein paar hunderttausend Menschen in unserem Land und der befolgt wird von ein paar Millionen Menschen in unserem Land, aber nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst. Aus Angst vor einer Drohkulisse. Und die Medien machen da fröhlich mit. Und parallel dazu bauen wir uns Parallelgesellschaften, die das alles komplett ablehnen und damit überhaupt nichts zu tun haben wollen. Also nur mal so, fang mal an zu gendern in Gaza. Ach so, Gaza. Ja, dazu passt ein Kommentar von xhagerx unter der vergangenen Folge. Frage, kommt es nur mir so vor, dass die Respektlosesten immer von Respekt schwurbeln? Nee, kommt nicht nur dir so vor. Ja, ausgezeichnet. Sehr schön. Ich habe eine E-Mail von Carsten bekommen und der wendet sich an dich. Du hattest ja den Deutschen Journalistenverband in der vergangenen Woche aufs Korn genommen. Mhm. Carsten fragt, ist denn Verdi aus deiner Sicht eine Alternative oder ist es an der Zeit, einen alternativen Journalistenverband zu gründen? Also erstmal ist es gar nicht so einfach, wenn man nicht fest angestellter Journalist bei beispielsweise den Öffentlich-Rechtlichen oder beim RTL ist, einen Journalistenausweis zu bekommen. Meine Erfahrung ist, dass es beim Journalistenverband zwar auch nicht einfach ist, aber etwas einfacher. Und wenn man den einmal hat, will man den versuchen zu behalten. Es ist ein extremer Vorgang mit Nachweisen und allem Möglichen, um den zu bekommen. Deswegen wechseln, glaube ich, so viele nicht. Verdi ist auch eine Alternative. Du hattest doch auch mal irgendwohin mal geschrieben, wohin waren das noch? Ja, zu Verdi. Aber nie eine Antwort bekommen, ne? Doch, Herr Joppa, erinnere dich mal richtig. Aber ich möchte es jetzt öffentlich in der Sekunde nicht erzählen, okay, weil ich da eine Vermutung habe, die ich aber nicht belegen kann. Mhm. Also alternativer Journalistenverband können wir gerne machen, dann basteln wir uns alle Presseausweise. Aber solange die nicht von der Polizei beispielsweise akzeptiert werden, kannst du das auch lassen. Stimmt, ja, ja. Ich habe noch einen Kommentar von Mainzwinger. Hi, irgendwie verstehe ich im Vorspann immer, niemand hat die Absicht, einen Bauer zu vernichten. Dazu passt ja wieder herrlich dein T-Shirt. Ja. Richtig? Ja, niemand hat die Absicht, einen Bauer zu vernichten. Sie machen es trotzdem. Dann habe ich noch von Black Sheep einen Kommentar. Den Bundespräsi vergesse ich nie, als er in dem nie eröffneten neuen Covid-Krankenhaus in Berlin rumlief, alle auf die Schultern klopfte und als er dann meinte, die Kamera ist aus, den Lappen von der Gosche nahm und einer Assistentin in die Hand drückte mit den Worten, kann mir das mal einer abnehmen? Ja, und wer hat's gefilmt? RTDE oder Ruptly. Das waren die, die es gefilmt haben, denn die hatten ihre Kamera da schon aufgebaut und das einfach durchlaufen lassen. Hochinteressante Einblicke, natürlich von der EU mittlerweile verboten, sowas zu veröffentlichen, denn Ruptly geht natürlich gar nicht und RTDE vor allem auch nicht.
Ich habe noch eine Frage von Jens, langjähriger Zuschauer. Jens, grüße dich. Und er fragt, ob wir unsere Montagssendung zum Download auf Telegram stellen wollen, Herr Joppa. Ist ein bisschen Datenverkehr. Kann man theoretisch machen, aber es geht ja auch wiederum um die Klicks. Und wenn wir das jetzt beispielsweise auf Podcaster-Plattformen veröffentlichen oder auf unserer Webseite, dann generiert das Klicks. Die Klicks generieren wiederum Reichweite. Und große Dateien, wie zum Beispiel einen kompletten Podcast, den teilt so gut wie niemand in Telegram-Gruppen oder der wird auch schlecht angeklickt. Also erstmal ist das nicht unbedingt der Plan. Naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir in irgendeiner Kategorie deutschlandweit auf Platz 3 sind bei Spotify. Ja. Also die Kategorie heißt, glaube ich, irgendwie Entertainment. Und Quatsch. Und Quatsch, Politik. Da sind wir auf Platz 3. Und wenn wir da unseren Podcast jetzt bei Telegram hochladen würden, würde ich das vielleicht ändern. Mhm. Also erstmal, ja, wir wissen, dass manche Leute das gerne haben wollen. Erstmal nicht. Dann fragt hier Kein Leben, beziehungsweise Kein Leben schreibt, das Format lässt sich sehr gut gucken, mittlerweile. Ja, stimmt, damals, als diese beiden Russenjungs das noch gemacht haben, war es nicht so gut, aber jetzt kommt es langsam. Richtig. Was haben wir hier noch Schönes? Wir grüßen selten, aber in diesem Fall grüßen wir nämlich Bettina. Geburtstagsgrüße an Bettina. Ich hoffe, du freust dich. Du wolltest deinen Geburtstag mit Freunden verbringen. Da sind wir. Was hast du davon? Stefan hat Bescheid gesagt, in diesem Fall. Eins habe ich hier noch. Donnerstag, Buster Berlin-Tag, macht weiter so. Vorschlag für den Shop, vielleicht ein Basecap. Das fehlt irgendwie. Da bist du irgendwie dran, ne? Wir suchen ja dann noch so eine richtige Form. Also das Ding ist einfach, ich habe einen sehr, sehr kleinen Schädel. Und es gibt bloß eine Form von Basecaps, die ich trage. Und nur diese Form darf auch in den Shop. Und bislang haben wir das noch nicht gefunden. Also Trucker Cap geht bei mir gar nicht. Dementsprechend, ja, grundsätzlich arbeiten wir daran. Aber es wird demnächst im Shop ein neues Motiv geben. Nämlich das Niemand ist fieser als Nancy Faeser Shirt, das wir in den vergangenen Wochen ja vorbereitet haben. Und das werde ich vermutlich nächste Woche schon präsentieren. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, euch nochmal zu bitten, dass ihr uns unterstützt. Also, es ist natürlich wichtig, und wir machen unsere Arbeit sehr, sehr gerne. Ja. Es ist wichtig, dass wir uns das auch leisten können, dass wir unseren Lebenswandel bestreiten können und auch unsere Arbeit bestreiten können. Manchmal investieren wir auch unser Studio. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Es klingt deutlich trockener. Wir sind umgeben von neuen Soundelementen. Unser Andreas hat das recht geschustert. Also, Schenkungen sind wirklich herzlich willkommen per PayPal oder per Banküberweisung. Alles nachzulesen, entweder unter diesem Video, das könnt ihr da ausklappen, oder auf basta.berlin, das ist unsere Webseite. Da könnt ihr erstmal alle Unterstützungsmöglichkeiten euch ansehen oder eben auch den Webshop erreichen. Vielen, vielen Dank nochmal. Ihr seht hier immer jede Woche das Produkt, was rauskommt von vielen Recherchen, von vielen Screenshots, die wir machen, von wirklich tagelangen Anstrengungen, die wir unternehmen, genauso wie montags mit dem Wochenstart oder natürlich auch der übrigen Arbeit, die wir sonst nebenbei noch machen. Wir machen das wirklich wahnsinnig gerne. Ja, das ist unsere Arbeit und eure Unterstützung trägt uns dann von Woche zu Woche. Vielen, vielen Dank. Ja, und liebe Grüße an Anja, die hat uns vor 10 Minuten 5 Euro geschickt mit dem Kommentar: Beste Unterhaltung. Vielen Dank. Per PayPal könnt ihr nämlich auch noch kleine Nachrichten schicken. Also macht das am besten jetzt. Ansonsten fragen wir in etwa 30 Minuten noch einmal. Machen wir sowieso. Okay, machen wir weiter mit unserem zweiten Thema. So ist es. Wir kommen zu unserem zweiten Themenblock und den beginnen wir jetzt mal mit einer offiziellen Ansage. Ja, bitte nehmt Haltung ein, ja, klappt die Tischchen hoch und die Armlehnen runter. Es spricht der deutsche Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Na, da freuen wir uns aber. Das war natürlich nicht der FDP-Minister von heute, sondern der SPD-Kanzler von 1973. Willy Brandt verkündet damals den autofreien Sonntag. Die Ölpreise hatten eine globale Energiekrise ausgelöst und die Bundesregierung wusste sich schlicht nicht mehr anders zu helfen. An insgesamt 4 Sonntagen musste in dem Jahr das Auto in der Bundesrepublik stehen gelassen werden. Der Spareffekt, der war übrigens so gering, dass er sich auf den Ölmarkt eigentlich gar nicht ausgewirkt hat. Aber in erster Linie sollte mit dieser Maßnahme ein Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen werden. Für die Einhaltung des Sonntagsfahrverbots sorgt die Polizei. Die vereinzelten Pkw entkommen kaum einer Verkehrskontrolle. Verstöße ahnten die Ordnungshüter mit empfindlichen Geldstrafen von bis zu 500 Mark.
Ui, 500 Mark, das wären heute in etwa 100.000 Euro. Aber Spaß beiseite. Warum zeigen wir euch diese ollen Kamellen? Na deshalb, T-Online hat berichtet vor knapp einer Woche. Novelle des Klimaschutzgesetzes. Autofreie Wochenenden. Wissing warnt vor Fahrverboten. Ach du liebe Güte, was war denn da schon wieder los? Naja, wir nennen es jetzt mal einen Sturm im Wasserglas. Schuld ist diesmal kein Ölembargo von irgendwelchen arabischen Staaten, sondern vielmehr eine grüne Klimaideologie. Das sogenannte Klimaschutzgesetz, das sieht vor, dass Industrie, Wirtschaft, Verkehr und quasi ganz Deutschland massiv CO2 einsparen müssen. Genauer gesagt, bis 2030 müssen es 65% weniger Treibhausgase sein als 1990. Sollte ein Ressort die jährlich schrumpfenden Obergrenzen verfehlen, soll laut Gesetz mit Sofortmaßnahmen gegengesteuert werden. Beschlossen wurde das Gesetz übrigens noch unter der GroKo, also Union und SPD. Aber vor allem der Verkehrsbereich, der kann diese Obergrenzen so gar nicht einhalten, außer man verhängt Fahrverbote, sagt Verkehrsminister Volker Wissing. ZDF heute berichtet am Montag. Der Verkehrsminister hatte damit noch letzte Woche gedroht. Die Einigung beim Klimaschutzgesetz soll das jetzt verhindern. Wir haben keine Fahrverbote, die jetzt drohen. Das konnten wir abwenden. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Sektormaßnahmen mehr in einzelnen Sektoren gibt, sondern die Bundesregierung jetzt gemeinsam Klimaschutz machen muss. Wir haben diesen planwirtschaftlichen Ansatz des alten Klimaschutzgesetzes endlich abgelöst. So, Lukas Köhler von der FDP. Die Klimapolitik ist also auf die Realität geprallt und es muss nachgesteuert werden. Im Detail heißt das jetzt, dass manche Ressorts auch mehr Treibhausgase produzieren dürfen, wenn in anderen Ressorts dafür mehr eingespart wird. Also wir sehen das so. Knapp 80% aller Haushalte in Deutschland haben mindestens ein Auto. Und schließlich ist ja auch Wahljahr. Fahrverbote kommen da womöglich gar nicht so gut an. Und was ist eigentlich mit dem Güterverkehr? Aber mal ganz ehrlich, gibt es überhaupt eine wirtschaftspolitische Entscheidung der Bundesregierung, die gut ankommt? Ist ein bisschen unfair, Benjamin. Also ich finde, die Ampel gibt sich sehr große Mühe. Oder wie sagte der Lehrer früher zu den Eltern des zurückgebliebenen Kindes? Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er sich wirklich sehr bemüht. Stimmt. Außerdem ist die Ampel deutlich besser als ihr Ruf, sagt jedenfalls die Ampel. Am Montag hat der Vizekanzler mal wieder das Wort ergriffen. Also keine Woche ohne Habeck, sage ich immer. Egal, was gerade für ein Anlass ist. Ja? Ostern, Weihnachten, Ramadan. Hauptsache Habeck hält seine salbungsvollen Worte. Irgendeine Krise. Ja klar, ich bin schon da. Ja, ich bin der Robert Habeck. Und er hat diesmal was erzählt zum Thema Wirtschaft und Klima. Und das wollen wir nicht vorenthalten. Nee, auf keinen Fall. Innerhalb von einer Minute, da rattert Habeck da diverse Fakten herunter. Und diese, die sollen erklären, warum Deutschland ein Jahr nach dem Atomausstieg total gut dasteht und auf genau dem richtigen Weg ist. Und wir wollen diese grünen Thesen jetzt mal durchgehen. Bereit? Los geht's. Ein Jahr nach dem Atomausstieg gibt mir eine Minute, um vier Fakten klarzustellen. Erstens, die Versorgungssicherheit ist immer gewährleistet, 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr. Also Punkt 1, die Versorgungssicherheit mit Strom ist rund um die Uhr gewährleistet. Stand jetzt. Ist übrigens eine Aussage, die würde vielleicht in Botswana oder Südafrika zu Jubelstürmen reichen. Bei uns ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir sind ein Industrieland, da sollte man auch immer Strom haben. Ja, außerdem, naja, ist die Versorgungssicherheit aktuell ja nur eine Momentaufnahme. Ich habe am Dienstag im Kontrafunk mit dem Energieökonomen und Rohstoffexperten Dr. Lars Schernikau gesprochen und der sagte Folgendes. Wir werden in eine Zeit hineinraten, wo wir nicht mehr genug Energie verfügbar haben. Und wo am Ende dadurch die Strompreise so stark nach oben gehen, dass einfach wahrscheinlich die Bevölkerung sich auch dagegen wehren wird und muss. Also ich halte es auch wirklich aus rein ökonomischer und ökologischer Sicht als einen großen Fehler, hauptsächlich auf Windsolar zu setzen. Klingt gar nicht gut. Aber warum ist das so? Nun ja, laut Prognosen, etwa von der Technischen Hochschule in Aachen, wird sich der Strombedarf in Deutschland bis 2040 nahezu verdoppeln. Das liegt unter anderem an den Wärmepumpen und den Elektroautos der Ladeinfrastruktur. Dazu passt sehr gut ein aktueller Artikel in der Bild-Zeitung. Am Montag, da heißt es dort, massive Netzüberlastung droht. Erste Stadt schlägt Stromalarm. In Oranienburg nördlich von Berlin wollen die Stadtwerke keine neuen Wärmepumpen und E-Autoladesäulen mehr ans Stromnetz anschließen. Begründung, dem Netz droht sonst der Kollaps. Ha,
Super, Oranienburg, kenne ich gut, war ich vor ein paar Wochen das letzte Mal. Mhm. Die Stadt sagt übrigens, was sollen wir machen, wir wachsen so schnell. Und das Ministerium sagt, die waren zu langsam mit dem Ausbau. Also sobald eine Stadt prosperiert, ja. Schlecht. Mhm. Fun Fact noch dazu, Brandenburg hat über 3600 Windräder und belegt damit bundesweit den Platz 2 beim Ausbau. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe da eine tolle Idee. Also nicht ich, sondern die Jungs von dem YouTube-Kanal Dr. Watson. Die arbeiten sehr viel mit den öffentlich-rechtlichen Medien zusammen. Und die haben eine ganz tolle Idee gegen diese Stromknappheit. Sagen wir mal, wir bauen so viele Solar- und Windanlagen, dass sie bei voller Auslastung genauso viel Energie produzieren, wie wir maximal benötigen. Jetzt weht der Wind aber zum Beispiel nur ein Drittel so doll, wie er könnte, und die Sonne scheint auch nicht. Das heißt, wir müssten das Dreifache von dem, was wir brauchen, theoretisch produzieren können, damit wir auch an Tagen mit nur einem Drittel Wind genug Energie haben. Klasse Idee, unsere Landschaft wird sich freuen. Aber Momentchen mal, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, dann hilft ja auch die dreifache Menge an Solar- und Windkraft nichts, denn 3 mal 0 ist trotzdem 0. Korrekt. Das stört aber unseren Wirtschaftsminister wenig und wir machen weiter mit seinen harten Fakten. Zweitens. Die CO2-Emissionen sind runtergegangen, und zwar um -20%. In Deutschland wird so wenig Kohle verstromt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Punkt 2, weniger CO2. Yay! Wobei Mist, das Klima wird ja trotzdem wärmer und anscheinend auch stärker wärmer, als es viele Prognosen vorhergesehen haben. Inwieweit Treibhausgase für das Klima verantwortlich sind, ich glaube, das müssen wir nochmal ausdiskutieren, oder? Und was die Kohleverstromung angeht, naja, Herr Habeck. Ja, Deutschland produzierte im vergangenen Jahr rund 30% weniger Strom aus Kohlekraftwerken als im Jahr zuvor. Dafür haben wir mehr Strom aus Gaskraftwerken produziert. Da all das in Kombination mit dem Atomausstieg nicht funktioniert hat, mussten wir auch im Ausland Strom kaufen. Fun Fact am Rande, obwohl Deutschland im vergangenen Jahr rund 20% an Photovoltaik dazu gebaut hat, ist die Netto-Stromerzeugung aus Solarkraft sogar um knapp 1% gefallen. War halt zu dunkel. Zu den Stromimporten aus dem Ausland kommen wir gleich nochmal. Zuvor bitte nochmal der Vizekanzler Robert Habeck. Drittens, auch die Preise sind runtergegangen, und zwar um -40% im Großhandel. Zeitverzögert kommt es jetzt auch bei den Verbrauchern und den Verbrauchern bzw. bei der Wirtschaft. Punkt 3. Der Strom wird billiger. Juhu! Stand jetzt. Aber der Preis war ja auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir schauen uns nochmal eine Grafik von dem Vergleichsportal Verivox an. Hier sehen wir die Strompreisentwicklung in Deutschland seit dem Jahr 2014 bis heute. Und wir sehen, die Preise dümpelten bis 2020 mehr oder weniger konstant vor sich hin. Im Jahr 2022 sind sie dann sprunghaft angestiegen. Das war die Zeit, als Deutschland kein russisches Gas mehr wollte und ab dann stattdessen teuer in den USA und in den arabischen Staaten eingekauft hat. Heute kostet der Strom trotzdem noch rund ein Drittel mehr als 2020. Und der Strom wird voraussichtlich weiter teuer bleiben. Das sagt nicht die Glaskugel, das sagt Veronika Grimm. Kennt ihr die schon? Sie ist Professorin für Energiesysteme an der TU Nürnberg. Außerdem eine sogenannte Wirtschaftsweise, also Mitglied im Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft. Das ist diese Dame hier. Der Druck wird sicherlich immer größer. Also wir haben sehr viele Baustellen. Wenn wir die nicht konsequent angehen, dann werden wir Wohlstandsverluste in Kauf nehmen müssen. Also das, die Flucht, die muss nach vorne stattfinden. Sagt Professor Grimm. Tendenziell ist die Ökonomin bisher eher regierungsfreundlicher unterwegs gewesen. Sie ist ja auch eine Befürworterin der erneuerbaren Energien. Eine aktuelle Studie, an der sie zusammen mit Kollegen der Universitäten Nürnberg und Erlangen-Nürnberg gearbeitet hat, lässt allerdings aufhorchen. Wir verlinken diese Studie unter unserer Folge. Das Papier trägt den etwas ungelenken Namen: Stromgestehungskosten von Erneuerbaren sind kein guter Indikator für künftige Stromkosten. Hm. Was heißt das konkret? Wir schauen uns einfach mal direkt auf Seite 2 an, was da so steht. Zitat: Vergleicht man die Produktion der Wind- oder Solaranlagen mit der Stromnachfrage, so ergeben sich in vielen Stunden des Jahres Versorgungslücken, die durch komplementäre Technologien wie Batteriespeicher oder Gaskraftwerke und künftig auch durch wasserstoffbetriebene Kraftwerke gedeckt werden müssen.
Die Investitionskosten dieser Anlagen und ihres Betriebs müssen in die Berechnung der Kosten zur Befriedung der Nachfrage eingehen. Also mit anderen Worten, je mehr wir auf erneuerbare Energien setzen, desto größer muss die Notreserve anderer Technologien sein, wenn Wind und Sonne ausfallen. Und das kostet richtig viel Geld und fließt dann natürlich in den Strompreis mit ein. Von wegen, Wind und Sonne stellen keine Rechnung. Abgesehen davon, dass Windkraftanlagen nur eine geringe Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren haben, dann muss abgerissen und neu gebaut werden. Und das kostet natürlich ebenfalls. Bei Solarmodulen, da sieht's nur wenig besser aus. Zum Vergleich, Kohlekraftwerke haben eine angegebene Lebensdauer von rund 40 Jahren, Atom- und Gaskraftwerke mindestens 20 Jahre. Also ich kann mich aber auch an Atommeiler erinnern. Ja. Also dann müssen sie, bei Kraftwerken ist das ja so, dass sie dann meist einfach renoviert und saniert werden. Windkrafträder werden halt abgerissen. Auch das müsste eigentlich in die Rechnung mit einfließen. Ebenso wie die Kosten des Netzausbaus und die dadurch gestiegenen Netzentgelte. Die Tagesschau berichtet am Sonntag. Die Netzkosten stellen gerade eine große Rechnung. Die Kosten für die Nutzung und den Ausbau des Netzes spüren auch die Verbraucher. Mittlerweile machen Netzentgelte in vielen Regionen ein Viertel des Strompreises aus. Tendenz steigend. Zwischenfazit. Wenn Herr Habeck lobt, dass die Strompreise wieder gefallen sind, da verschweigt er, dass sie noch vor 3 Jahren deutlich günstiger waren. Und er verschweigt, dass sie weiter steigen werden. Es ist also nicht direkt gelogen, was er da erzählt, aber es verdreht die Tatsachen und beschönigt eine katastrophale Politik. Was sagt Herr Habeck denn in seinem Statement noch? Viertens. Ja, wir importieren etwas mehr Strom, als wir exportieren, aber das macht den Strompreis eben günstiger und hat keinen Einfluss auf unsere Versorgungssicherheit, denn wir wären jederzeit in der Lage, den Strom selber zu produzieren, dann allerdings wegen der fossilen Energien zu höheren Preisen. Es ist also klug, diese Energie einzukaufen. Punkt 4. Juhu, wir importieren, ja, und deshalb müssen wir keine fossile Energie in der Bundesrepublik produzieren. Aber Moment mal, Herr Habeck sagt, wir könnten den Strom selbst produzieren, machen es aber nicht. Richtig, das sagt er ja. Was er aber nicht sagt, Kraftwerke, die Strom produzieren könnten, es aber nicht tun, kosten auch Geld. Nee, das sagt er nicht. Ja, was er ebenfalls verschweigt, knapp ein Drittel des importierten Stroms stammt aus Atomkraft, etwa aus Frankreich, und weitere 13% kommen aus fossilen Energiequellen, etwa von Kohlekraftwerken aus Polen. Wenn wir Kohle oder Gas verbrennen, ist das natürlich pfui. Wenn die Polen das machen, nun ja, dann ist es wohl okay. Wenn wir Atommeiler betreiben, dann ist das pfui. Wenn das Ausland das macht, naja gut, dann ist das wohl okay. Auch ganz nah an der deutschen Grenze natürlich. Ja, aber bei den Importen ist ja auch mehr als die Hälfte erneuerbare Energie dabei. Das ist ja doch jetzt super, oder? Hören wir dazu doch nochmal den Energieökonomen und Rohstoffexperten Dr. Lars Tschernikau. Übrigens am Wochenende war der Strompreis negativ. Minus, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro. Deswegen, weil zu viel Sonnenstrom da war und keiner wollte ihn. Das heißt, am Ende müssen die Stromerzeuger zahlen, damit jemand den Strom abnimmt. Jetzt kann natürlich Herr Habeck sagen, ich habe jetzt diesen Strom aus Holland zu minus 200 Euro eingekauft und damit sehr, sehr günstig. Das ist richtig. Aber er kann mir nicht sagen, dass das ökonomisch richtig ist oder Sinn macht. Also für die Energieerzeuger jedenfalls nicht. Aber auf ökonomische Gesetze pfeift Herr Habeck gerne. Anfangs haben wir ja gedacht, der Minister habe einfach keine Ahnung von dem, was er macht. Oder er ist vielleicht sehr naiv. Das mag zu einem gewissen Anteil auch stimmen. Wir vermuten aber auch Schlimmeres. Ja, vergangenen Freitag, da hat Robert Habeck eine Rede beim Deutschen Wohnungsbautag gehalten. Seine Aussage dort mit Bezug auf die Baubranche lässt ziemlich tief blicken. 23 war für die Bau- und Wohnungswirtschaft ein Annus Horribilis. Man kann es nicht anders benennen. Ein ganz, ganz schlechtes Jahr. Die politische Hintergrundmusik ist natürlich, und das soll überhaupt nicht zynisch klingen, dass das im Grunde so geplant war. Das ist ja nicht aus Versehen passiert, sondern das war der Sinn der Zinserhöhung gewesen, dass bestimmte Investitionen jetzt nicht getroffen werden. Ach so, es war also geplant und gewollt, dass die deutsche Wirtschaft den Bach runtergeht. Ist eine interessante Aussage. Na, wenn das die deutschen Unternehmer vorher doch am besten gewusst hätten, dann hätten sie den grünen CO2-Ampelquatsch vielleicht gar nicht mitgemacht. Ja, und das rechnet sich jetzt. Hier ein paar aktuelle Meldungen nur aus den vergangenen 2 Wochen. Die Frankfurter Rundschau, die notiert am 6. April: Insolvenz von deutschen Branchengigant. Nächstes Traditionsunternehmen geht pleite. Dabei geht es um die Breckle GmbH aus Niedersachsen, bislang einer der bedeutendsten Matratzenhersteller Europas. Das war einmal.
12. April, ebenfalls Frankfurter Rundschau. Bekannter Hersteller ist insolvent. Heizungsspezialist muss Segel streichen. Gleich drei Standorte der Windhager Zentralheizungs GmbH nahe Augsburg sind betroffen. Einst ein Branchenriese, dann kamen die Grünen. Am 15. April schreibt die Frankfurter Rundschau, deutscher Maschinenbauer ist insolvent, Weltmarktführer in finanziellen Nöten. Die Firma Illich in Heilbronn gehörte zur internationalen Spitze bei Maschinen für Verpackungen. Dann kamen erst die Corona-Maßnahmen, dann die Grünen. Und dann haben wir nochmal die Frankfurter Rundschau, und zwar am 16. April. Deutscher Getränkehersteller ist insolvent, aus für einstige Vorzeigefirma. Die frische Manufaktur nahe Halle galt als Vorzeigestartup und als Hoffnungsträger für die Wirtschaft im Osten des Landes. Doch neue Investoren blieben aus. Und weißt du, wer Schuld hat? Robert Habeck, die Grünen, die Energiewende. Wegen Merkel? Nee. Die Frankfurter Rundschau, was berichtet die auch darüber? Gehört die Frankfurter Rundschau eigentlich aktuell noch der SPD? Da gab es ja mal so eine Eigentümergeschichte. Wäre ja ganz interessant. Ja, vor einer Woche hieß es in dem Blatt übrigens auch, dass es in der Baubranche derzeit 30 Insolvenzen pro Woche gäbe. Vielleicht können wir einfach die Zeitung verbieten. Ja, das wäre natürlich der ganz direkte Draht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Kommt ja letzten Endes aus Frankfurt. Kann sie Frankfurter Rundschau gleich mitverbieten? Gute Idee. Dann müsste aber der Verfassungsschutz bitte auch gleichzeitig den Zentralverband des Deutschen Handwerks einbuchten. Der sagte nämlich am Samstag, es gebe zu wenige Investitionen und Wachstum, dafür aber reichlich Defizite und Missstände. Okay. Da habe ich jetzt aber eine Lösung. Wir brauchen im Handwerk einfach mehr Fachkräfte. Ah. Und damit meine ich natürlich nicht die, die mit dem Schlauchboot quasi direkt nach Berlin kommen, sondern die, die bereits in Berlin sind. So, wenn Sie möchten, würde ich Sie einladen, diese Schraube hier anzuschrauben. Genau, und dann einfach gedrückt halten. Nicht erschrecken, wenn es ein bisschen ruckelt. Einfach weiter festhalten, festhalten. Fertig. Das war's. Ja? Ja, super, Herr Scholz. Das ist der Scholzomat 3000, ja, hier im Einsatz bei Bosch in China. Der ist jetzt nicht besonders schnell, der ist auch nicht besonders effektiv, hat auch eher einen geringen Arbeitsspeicher, einen sehr geringen Arbeitsspeicher. Aber das ist halt das Beste, was die deutsche Wirtschaft derzeit hervorbringt. Um Deutschland steht es mittlerweile so schlecht, wir müssen selbst den Humor importieren. Und zwar in diesem Fall aus der Schweiz. Und das bringt uns zu unserem heutigen Webtipp. Ja, richtig. Und da haben wir wieder was zum Schmunzeln für euch. Der Kabarettist Marco Riemer, der sollte vielen von euch ja schon ein Begriff sein. Einst war er Ensemble-Mitglied bei der Sat.1-Wochenshow. Spätestens seit der Corona-Zeit ist er aber auch sehr, sehr kritisch unterwegs. Und das gefällt uns natürlich sehr gut. Auch er hat einen YouTube-Kanal und beschäftigt sich dort mit aktuellen Themen. Am vergangenen Sonntag hat Marco Riemer sich dann den geschwärzten Corona-Protokollen aus dem Hause Robert Koch zugewendet. Das Video trägt den Titel Übrigens Corona-Leaks und hier ist für euch ein kleiner Ausschnitt. Ich will niemanden böse Absicht unterstellen. Nein, Ihnen ist wahrscheinlich einfach nur Tinte über die Texte gelaufen. Kann ja mal passieren. Meine Mutter sagte immer, auch die halbe Wahrheit ist meistens eine ganze Lüge. Und diese halbe Wahrheit, Lüge, ermöglichte in Deutschland dem RKI als doppelzüngiges Institut jahrelang evidenzfreie Grundrechtseingriffe. Ja, dasselbe gilt und galt übrigens für fast alle Nationen in Europa und auf der Welt, bis auf ein paar afrikanische Staaten und IKEA, Schweden. Alles wurde im Gleichschritt durchgetaktet, links, zwei, drei, vier, links. Und so hat das RKI anscheinend intern immer gewusst, dass die Gesundheitsrisiken mäßig sind, aber öffentlich suggeriert, die Gesundheitsrisiken sind hoch. Sagt Marco Riemer auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Wir verlinken das natürlich auch unter unserer heutigen Folge. Und naja, wer Glück hatte, ein Ticket für den Kontrafunk-Geburtstag im Juni in Dresden sich zu schnappen, der wird nicht nur uns beiden Jungs, sondern auch Marco Riemer dort wieder treffen können. Da gab es übrigens auch eine E-Mail von jemandem, der es nicht geschafft hat, sich ein Ticket zu kaufen. Mhm. Und der hat gehört, dass möglicherweise noch Tickets dazukommen. Mhm. Wir dürfen dazu im Moment nichts sagen. Wir wissen, dass es Bemühungen gibt, da vielleicht nochmal aufzustocken. Sobald wir es wissen, werden wir euch das auch in unserem Telegram-Kanal dann sagen. Und dann ist vielleicht auch noch ein Ticket für euch mit drin. Ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall schon mega auf alle, die wir dann da am 21. Juni in Dresden sehen werden. Spannend wird's. Weißt du, wie man nach Dresden kommt? Was kommt jetzt? Nichts. Wir schreddern.
Also, wir haben mitgebracht einen Artikel aus der Welt. Der trägt die Überschrift: Bundesregierung hält an vorgeschriebener Corona-Impfung für Soldaten fest. Ja, es ist nicht vorbei, liebe Freunde. Nee, hier heißt es: Vor mehr als einem Jahr erklärte Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Corona-Pandemie in Deutschland für offiziell beendet. Ja, klar, Lauterbach hat das beendet. Doch die Soldaten. Hat ja auch begonnen. Ja, richtig? Mit Herrn Drosten war das. Nicht allein. Ja. Aber die Soldaten der Bundeswehr müssen sich als einzige Berufsgruppe weiter gegen das Virus impfen lassen. Und weiter heißt es da: Für die Soldaten bedeutet ein Fortbestehen der Duldungspflicht, dass sie weiterhin mit drastischen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie eine Impfung gegen das Virus verweigern. Dort heißt es, der Soldat müsse ärztliche Maßnahmen gegen seinen Willen dulden, wenn sie der Verhütung übertragbarer Krankheiten dienen. Weiter besagt das Soldatengesetz, der Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Aber die Impfung hilft ja nicht vor einer Übertragung. Also dementsprechend ist das doch klare Fake News. Also an diejenigen, die auch immer gesagt haben, ach Corona, das ist doch jetzt vorbei und lass uns doch. Nee, wenn du bei der Bundeswehr bist, ist das nicht für dich vorbei. Du musst geimpft werden, ob du willst oder nicht. Oder du gehst halt nicht zur Truppe oder gehst Fahnenflucht. Das hat alles nicht besonders schöne Konsequenzen. Das an all die, die sagen, ach komm Jungs, beschäftigt euch mal nicht mehr mit Corona. Oh doch, das machen wir weiterhin. Ja, gibt's nur einen Ausweg. Stichwort Susi Golme. Ha, richtig. Ja, ja, ja. Übrigens, das Schreddern ist tatsächlich in unserer Community ziemlich beliebt. Ich habe gerade neulich durch Zufall mit einem Basler Berlin-Zuschauer gesprochen und der meinte, ich freue mich immer auf Schreddern. Und ein anderer hat geschrieben, das Schreddern ist für mich so eine Art Heilungsprozess. Ja. Also wir kommen nochmal zusammen und schreddern den ganzen Scheiß, der uns so begegnet. Von daher wusste ich gar nicht, dass das Schreddern manchen Leuten was bedeutet. Das freut mich wirklich sehr. Weißt du was? Dann schreddern wir jetzt stellvertretend das, was hier der Habeck gesagt hat. Dann schreddern wir den Habeck heute mit, wenn euch das so viel Spaß macht. Sehr, sehr gerne. Weg damit. Genau. So. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Zugegeben, da haben wir heute wieder euch eine Menge an Zahlen, Fakten und Daten um die Ohren gehauen. Teils ist das für uns auch gar nicht so einfach, die Daten da immer zusammenzutragen und durch dieses Dickicht hindurchzuschauen. Wir sind aber sehr froh, dass wir immer wieder auch eure Unterstützung haben. Es gibt auch einen alternativen Faktencheck auf meinem X-Account. Wir bleiben einfach mal wir gucken sachlich. Das bleiben wir, keine Sorge. Na, ein bisschen Spaß muss sein. Wir hoffen, dass euch heute neben all dem Kopfschütteln auch das eine oder andere Freude bereitet habt, dass ihr auch ein bisschen schmunzeln konntet. Und wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder so weitermachen. Aber nur mit eurer Unterstützung. Nur so geht's. Ihr wisst, wie es geht. Auf basta.berlin oder unter diesem Video findet ihr die Unterstützungsmöglichkeiten. Das ist dringend notwendig, aber wir machen auch wirklich wahnsinnig gerne weiter. Zum Beispiel nächste Woche. Das war's für heute. In der nächsten Woche hören und sehen wir uns natürlich wieder. Es ist der 25. April 2024. Wir schreiben dann Folge 222. Mein Name ist Susi Golme. Bis dann, macht's gut. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss. Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand? Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.